Die können wir irgendwann mal anders fertig machen. Oder? Ja, ich glaube schon. Oder wir gehen zumindest erstmal speichern. Und dann könnte ich versuchen, die zu plätten. Gnade berühren. An Gnade rasten. Ich glaube, jetzt kann ich leveln, ne? Dass wir die Kazimir damit überklickern, oder? Du bist es wieder. Greetings. Moin. Traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Okay, wofür? Was soll ich machen? Have you heard of the Finger Maidens? They serve the Two Fingers, offering guidance and aid to the Tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. Du bist so eine Jungfer, oder? I can play the role of maiden. Turning runes into strength. Ja, danke. To aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erd Tree. Wir annehmen. Settled. Summon me by grace to turn runes into strength. Ah. Another matter. I bequeath to you this ring. Ein Ring? Spektralhorstpfeife. Okay. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Wieso heißt es in Deutschland Sturmwind? Stufaufstieg. Ja, bitte. Über Stufenaufstieg. Menü könnt ihr Runen ausgeben, um eure Attribute zu verbessern. Mit jedem verbesserten Attribut erhöht sich eure Stufe um 1. Mit zunehmender Stufe steigt allerdings auch die Anzahl der Runen, die ihr für eure nächste Attributsteigerung benötigt. Ich habe 636, ich brauche 775, ich kann nichts machen. Dann wollen wir weiter. Reiten. Benutzt Spektralrosspfeife, um euer Spektralross herbeizurufen und zu reiten. Ihr könnt das Spektralross nach seinem Tod erneut rufen, das braucht jedoch eine Flasche mit Purpurtränen. Hoch zu Ross drückt ihr entweder linken Stick oder benutzt die Spektralrosspfeife erneut, um abzusteigen. Im Hauptmenü könnt ihr über Beutel 6 Gegenstände in euren Beuteln ausrüsten. 4 dieser Gegenstände können ohne Öffnen des Hauptmenüs benutzt werden. Okay. Okay. Spektralrossgedöns. Wie mache ich das denn? Anlegen, entfernen, an sich umschalten. Wie mache ich das denn, dass es auch da auf den Y-Knopf ist? Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Turmtor. Ah, warte, ich sollte aus dem Menü raus. Ach du Scheiße, nein. Weg hier.
Wir gehen. Warte, erstmal machen wir hier Rast. Damit der Gegner weg ist. Okay, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Was sind das denn für Dinger? Fledermäuse? Rufen wir unser Spektralross. Kann ich auch schneller reiten? Kann schlagen. Moin! Ich kann nicht schneller reiten. Ach, genauso wie... Also B für schneller laufen. Genauso reitet man auch schneller. Also wir sollen zu diesem Baum. Dann gehen wir mal zu diesem Baum. Moin Jungs! Aua! Ich weiß nicht, was mit euch los ist, aber ich mach euch mal weg. Hey, stehen bleiben. Meine Güte. Ach, nicht mit X. Was ist das denn für ein Ding? Du glitzerst, das will ich haben. Ich will dich haben. Hinzufügen von Talenten. Das ist jetzt guter Zeitpunkt für ein Tutorial. Mit Hilfe eines Shell-Life-Messers könnt ihr Kriegssachen an Orte wird der gerade benutzt, um eure Waffen und neue Talente zu verleihen. Eine Waffe kann nur ein Talente haben, alle vorigen Talente werden hierbei entfernt. Der Typ einer Waffe bestimmt möglichen Talente. Einige Waffen verfügen über einzigartige Talente und können keine neue aufnehmen. Hinzufügen von Affinitäten. Mit Hilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Orten der Gnade benutzen, um eure Waffenaffinitäten zu verleihen. Sie könnt ihr die Angriffsaffinität der Waffe ändern, ihre Attributskalierung, Verstärkung und vieles mehr. Der Typ einer Waffe bestimmt ihre mögliche Affinität. Einige Waffen, die mit einzigartigen Talenten können, ihre Affinität aufnehmen. Ich muss mal kurz weg. Ja, ja, macht das weg. Macht das weg. Ich brauch dich mal. Tschüss. Oh, scheiß die Wand an. Nein. Ich muss hier lang. Und dann kann ich hier durch. Oh nein. Oh nein, wo bin ich hier hingeraten? Ich muss hier schleunigst weg. Oder zumindest was trinken. Okay, die sehen ziemlich giftig aus. Da will ich mit nichts zu tun haben. Okay, euch lasse ich mal in Ruhe. Gegner zu Fall gebracht? Was? Wie? Kriegsasche, Stoßhagel. Was habe ich gerade gemacht? Ist der gestorben, der Dude, der da geritten ist? Wahrscheinlich. Übrigens, ich bin noch kein einziges Mal gestorben, außer im Tutorial. Aber da musste man, glaube ich, auch sterben. Hey, was schleichst du da rum? Erstmal mache ich den Schädel hier kaputt. Gib das Objekt auf, eine goldene Rune. Was schleichst du hier rum? Mein Freund. Also zu dem Baum sollen wir, oder zu einem anderen Baum.
Hallo, Herr Wolf. Aua! Böser Wolf! Unerhörlich. Das sind Fledermäuse. Hier sind ganz schön viele Items, ne? Kann ich da einfach ran oder was ist da los? Objekt nehmen, goldene Rune. Goldene Rune 2. Hallo ihr Vampire seid ihr wahrscheinlich, ne? Aber ihr scheint auch cool zu sein, oder? Okay, ihr seid nicht cool zu sein. Okay, du bist erstmal down. Deine Kumpels scheinen aber eher von der gelassenen Sorte zu sein. Ich mach sie trotzdem mal weg. Das ist die falsche... Ich muss mich dran gewöhnen, dass B nicht mehr die Sprungtaste ist. In Soul spielen. Oh. Hack die Wand an! Was ist hier los? Ich sterbe! Meine Güte. Ich bin ein bisschen verranzt, ne? Ich sollte mal was nehmen. Ja, wir gehen so zu dem Baum. Weil der scheint irgendwie in der Nähe zu sein. Ich schau mal, was die Karte sagt. Die Karte sagt, okay. Die Karte sagt, ich soll in die Richtung. Oh cool, ich bin in die komplett falsche Richtung geritten. Muss wahrscheinlich zu dem Baum. Nicht zu irgendeinem von den Kleinen. Okay, dann wollen wir mal. Das sieht mir ein bisschen zu krass aus. Da laufe ich ein bisschen rum. Was haben wir denn hier Feines? Dunkelschmiedestein. Sie hören hiervon so allein. Okay. Wird mir auch irgendwie angezeigt, wo ich hin muss auf dem Kompass? Nicht wirklich. Tschüss. Muss mal weg. Bist du ein guter? Ist mir egal. Da waren auch, glaube ich, ein paar mehr als nur einer. Also ich muss da schon durch. Okay. Aber ich kann hier auch irgendwie woanders lang. Hier ist ein Friedhof. Mit ganz schön vielen Schwertern. Warte, Materialien sammeln. Dafür habe ich gerade keine Zeit, für das zu lesen. Weil da flattern hier schon wieder die Vampire rum. Na, hörst du auf? Na, pfui. Na! Du Sau! Moin! Oh. Von wegen, ich bin noch nicht gestorben. Wo kommt der denn auf einmal her, der Dude?
Ihr seid gestorben. Gut, wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr aufgesucht habt. Alle Runen in eurem Besitz lasst ihr am Ort des Todes fallen. Falls ihr noch sterbt, bevor ihr alle einsammeln könnt, sind sie für immer verloren. Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch die Richtung zu den verlorenen Runen. Ah, da muss ich hin. Warte, könnte ich vielleicht... Und tschüss. Scheiß die Wand an. Wirkt auf ihm. Wo schwert der Trollen? Ist hier noch irgendwie was? Okay. Dann gehen wir mal hier kurz ins Eck. Da wo mich keiner sehen kann. Und dann mache ich aus Versehen die Karte auf, weil ich ein Vollidiot bin. Ausrüstung. Dafür brauche ich Geschick. 9 habe ich, okay. Und die Stärke hätte ich ja für. Okay, dann weiß ich, was ich auflevel. Als nächstes, wenn ich meine Seelen wieder habe. Ich meine Runen, tut mir sorry, also ehrlich. Oh, hier ist noch so eins. Oh, nein. Der hat mich bemerkt. Okay. Komm her. Gut. Verlierst du ein Item? Nein. Ja, du Penner. Okay. Flegel. Ob ich den verwenden kann? B ist laufen. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Ob wir den Flegel verwenden können, werden wir jetzt sehen. Nein. Wenn da schon X ist. Aber ich guck mal, was ich dafür brauche. Dafür brauche ich 18 Geschick. Nein, okay, das wird eine Waffe sein, die ich verkaufen werde. Wahrscheinlich. Wo kann ich denn mein Zeug sehen? Ah, da leuchtet es. Joink. Ist hier irgendwo... Ich mach die mal platt, die da rumlungern. Obwohl, die haben da einen Wolf. Ich glaube, ich will mich da mit denen erstmal noch nicht anlegen. Oder? Ich gehe erstmal upgraden. Irgendwas habe ich getötet für 2000 Runen. Ich weiß auch nicht, was ich da getötet haben soll. Ein Souls Open World Spiel fühlt sich mega komisch an. Ist aber gut. Bis jetzt. Ich brauchte Geschick um eine Stufe. Dann machen wir... Wofür war Geist nochmal gut?
Ah ja. Brauche ich das unbedingt? Kraftwerk für LP, ne? Dann mache ich mal ein bisschen in Kraft rein. Und dann kann ich schon nichts mehr machen. Oder doch, ich kann noch ein paar Sachen machen. Dann gehen wir in Kraft, in Kondition. Ja, in Kondition machen wir mal zwei. Damit ich mehr Sachen tragen kann. Okay. U-sortieren. Über dieses Menü könnt ihr Objekte, die ihr bei euch tragt, in die Truhe der lagern oder gelagerte Objekte aus der Truhe entnehmen. Wenn ihr beim Aufnehmen als neues Objekt bereits die maximale Anzahl Objekte bei euch tragt, wird es automatisch in der Truhe abgelegt. Zum Beispiel... Wo ist es? Dich brauche ich nicht. Dann legen wir mal hier schnell das Schwertchen an. Okay, dann wollen wir mal gucken. Wollen wir es direkt mal ausprobieren, ne? Warte, hier sind auch wieder Leute gespawnt. Wie der Hampel hier. Das dürfte dich ja jetzt instant töten, ne? Wenn ich nicht verkacke. Okay, da geht er zu seinem Kumpel hin und alarmiert wahrscheinlich die anderen erstmal. Da ist einer. Ruin vor dem Tor. Ja, aber sowas von. Du bist sowas von tot. Das nehme ich mal kurz mit. Ruinfragment. Oder Ruinenfragment war es, glaube ich, eher. Moin. Komische Wache. Was war's mit deinem Wachposten? So. Sneaky beaky like. Ja, lecker Pilz. Komm, sterb. Okay, Hunde. Aua. Gegen zwei ist unfair. Und da kommt ein Dritter angeschissen. Heißt die Wand an. Okay, dann muss ich mir leider mein Zeug wiederholen. Letzte Ort der Gnade, bitte. Ich weiß nicht, wo der Pfahl war. Deswegen, lieber der letzte Ort der Gnade, da weiß ich, wo das war. Den nehme ich einfach mal head-on. Also... einfach voran. Nix sneaky-peaky-like jetzt. Sondern einfach Zeug holen.
Weil ich weiß, habt ihr auch keine Dinger mehr. Keine Truhen mehr auf den Kutschen. Das wäre zu einfach, ne? Oh, scheiße. Okay. Auch wieder richtig gut gemacht. Also, das war richtig kacke. Ich weiß nicht, wo der Pfahl war. Okay, dann nochmal dahin laufen. Und diesmal lasse ich das hier alles in Ruhe. Ist das eigentlich ein Zweihänder, was ich da benutze? Da sieht es ziemlich zweihändermäßig aus, ne? Wo war's? Hier irgendwo. Ja, da.